Du fängst gerade mit FPV an und möchtest dir jetzt deine erste Drohne kaufen und hast so einen 5-Quadcopter wie den hier im Blick. Ich erkläre dir heute, warum so ein Tiny Whoop wahrscheinlich besser geeignet ist für dich und was der generell für Vorteile hat. Los geht's! Ein 5-Quadcopter, so wie der, ist mega laut und ich meine jetzt wirklich richtig laut. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal mitbekommen habt, aber so Teile hört man auf 2 Kilometer noch, wenn man hier mit einmal Gas gibt. Und das macht, dass ihr echt weit fahren müsst, um fliegen zu können. Zumindest bei mir, ich wohne in der Stadt. Und das macht, dass ich, wenn ich mit dem 5-Zoll fliegen will, bestimmt eine Viertelstunde unterwegs bin, damit ich keinen abfacke hier. Und das ist halt echt nervig. Und ich glaube nicht, dass ihr Spaß daran haben werdet, immer eine Viertelstunde zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich privat viel lieber mit dem kleinen Tiny Whoop fliege. Den kann ich in den Garten fliegen oder da gehe ich hier mal eben zum Supermarktparkplatz und kann da fliegen, ohne dass ich jemanden abfacke. Und das ist halt einfach der wichtige Punkt. Hiermit nervt ihr immer irgendwen, ihr seid immer so auf der Abschussrampe, und ihr müsst halt immer mega weit fahren. Und wenn ihr dann euren einen Platz gefunden habt, wo alles frei ist und alles super ist, dann kommt diese eine Frau mit den Hunden und dann ist wieder alles vorbei. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist echt. Für alle, die in der Stadt leben, ist ein 5-Zoll-Copter einfach keine Option. Ihr müsst immer weit fahren. Und wenn ihr nicht weit fahren wollt, dann habt ihr ein schlechtes Gewissen oder seid einfach komplett illegal unterwegs. Und das kann ja auch keine Option sein. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, ich wohne aber auf dem Land, das interessiert mich nicht. Okay, valides Argument. Aber Nummer zwei, der Preis. Einmal zur Einordnung. Das hier ist ein normaler 5-Zoll Einsteigercopter. Also somit das günstigste, was man kaufen kann, wobei man noch keinen Schrott kauft. So, der kostet 200 Euro. Wäre ungefähr vergleichbar mit irgendwie, keine Ahnung, sich einen Golf zu kaufen. Das hier ist ein R75 von Beta FPV und das ist mit das Beste vom Besten, was es aktuell gibt bei Tiny Whoops. Und der kostet 85 Euro. Das wäre, als ob man sich einen Porsche kauft. Man muss sich das mal überlegen. Der 5-Zoll-Copter kostet 200 Euro und ist ein Kompromiss. Der Tiny Whoop kostet 85 Euro und ist das Beste vom Besten. So, vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Und der Copter selbst ist ja gar nicht das Hauptthema. Ich meine, das sind jetzt 120 Euro oder sowas in die Richtung. Da hört es ja nicht auf. Es gibt die ganzen Folgeinvestitionen noch. Einmal als Beispiel. Das hier ist ein 5-Zoll-Akku. Der ist groß. Der ist schwer. So. Das hier ist ein Tiny Whoop Akku. Ich meine, guckt euch mal den Vergleich an. Das ist ein massiver Unterschied. Der hier kostet 30 Euro, der hier kostet 6 Euro. So, wenn ihr hiervon mal irgendwie 10 Stück kauft, seid ihr bei 300 Euro. Hiervon 10 Stück seid ihr bei 60 Euro. Das ist im Preis einfach ein Unterschied. So, ich mach mal weiter. Das ist ein 5-Zoll Propeller. Das ist ein Tiny Whoop Propeller. Ein Satz hiervon kostet 3,50 Euro. Das sind 4 Propeller. Ein Satz hiervon kostet 3 Euro. Das sind 8 Propeller. Das ist ein Tiny Whoop Ladegerät. Es ist klein. Das ist ein 5-Zoll Ladegerät. Es ist groß. Das kostet 30 Euro. Das kostet 150 Euro. Schon wieder 100 Euro mehr. Und das geht immer so weiter. Das ist überall so. Ihr seid Anfänger, ihr werdet viel abstürzen, ihr werdet viel in irgendwelche Gegenstände reinfliegen. Da ist es einfach viel komfortabler, wenn ihr eine Drohne habt, mit der ihr irgendwo gegenfliegt, die dann auf dem Boden liegt und ihr direkt wieder starten könnt. Hier einmal so ein kleiner Eindruck. Das ist so ein Beispielclip jetzt. Ihr seht, wie oft ich irgendwo gegendotze gerade in dem Video. Und ich kann einfach die ganze Zeit weiterfliegen, beziehungsweise mache jetzt einmal aus und kann wieder jetzt weiterfliegen. Das habt ihr mit dem 5 Zoll halt nicht. Ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber Gefahrenpotenzial. Eine 5-Zoll-Drohne, ich nehme sie mal wieder in die Hand, hat große Propeller, die schnell drehen. Die Drohne ist schwer, das heißt, wenn sie irgendwo einschlägt, ist einmal der Impact, also der reine Einschlag, das Problem und dann die Propeller, die sich drehen. Diese Propeller können easy einen Finger abschneiden. So, das bedeutet, wenn ihr in euch selber reinfliegt oder in
ein Auto oder in irgendeine andere Person, dann wird was kaputt gehen, mit sehr hoher Sicherheit. Und das habt ihr bei einem Micro oder bei einem Tiny Whoop einfach nicht. Ich bin hiermit schon in meinen Kopf geflogen, also gegen meinen Kopf, in meine Haare, ganz oft so in meine Brust oder so rein. Und damit passiert einfach nichts. Das Ding wiegt mit Akku vielleicht 40, 50 Gramm. Das Einzige, was ihr merkt, ist, oh, da war was. So, und das war's auch. Das bedeutet, wenn ihr in euch reinfliegt, passiert euch absolut gar nichts. Wenn ihr in euren Tisch reinfliegt, in euren Esstisch, keine Ahnung, dann passiert da auch nichts. Wenn ihr in eure kleine Schwester reinfliegt, wird da auch nichts passieren. Das ist einfach der Punkt. Und hiermit ist es immer gefährlich. Dazu kommt, der hier braucht eine Plakette und eine Versicherung und alles Mögliche. Der ist nämlich über 250 Gramm. Ich werde das Thema jetzt nicht weiter vertiefen, aber mit einem Tiny Whoop braucht ihr das nicht. Der ist sehr leicht. Der wiegt keine 250 Gramm. Da seid ihr rechtlich viel, viel einfacher unterwegs. Soll natürlich nicht heißen, dass das ein Freifahrtschein für alles ist, aber das ist auf jeden Fall the way to go. Gerade in 2024, wo es immer strenger wird, ist ein Tiny Whoop einfach die bessere Wahl. Okay, ich habe euch jetzt überzeugt, dass ihr euch einen Tiny Whoop kaufen sollt. Aber was sollt ihr euch denn jetzt kaufen? Meiner Meinung nach ist, wenn ihr digital sein wollt, Beta-FPV einfach weit vorne. Das hier ist jetzt ein selbstgebauter, aber es gibt auch fertige. Zum Beispiel den Beta-FPV 75 Pro in HD, irgendwie sowas. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und blende euch gerade mein Bild ein. Das ist einfach eine der besten HD-Copter. Es gibt auch noch von anderen Marken andere, die werde ich euch auch verlinken. Wenn ihr analog unterwegs seid, ist der Beta-FPV R75 für Outdoor und R65 für Indoor der beste. Verlinke ich euch auch unten. Ihr könnt meine Videobeschreibung reinschauen, da sind alle Empfehlungen nochmal detailliert. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen Tiny Whoop zu nehmen mit Propellerschützern und kein Toothpick. Toothpick sind diese ganz dünnen Carbonteile. So einer hier ist einfach viel besser. Wenn ihr irgendwie noch Fragen oder Anregungen habt, dann ab in die Kommentare damit. Ich werde darauf antworten. Wenn ich was vergessen habe, auch unten rein. Perfekt. Schönen Tag euch noch.